Zwei Menhire, Statuen, die aus der Kupferzeit, also aus dem Zeitraum zwischen 2900 und 2500 vor Christi stammen, sind im Finchgau, genauer gesagt in der Nähe von Fezzan, gefunden und nun vorgestellt worden. Diese Statuen aus weißem Laaser Marmor sind die ältesten Zeugen monumentaler Bildhauerei im Alpenraum und stammen aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Sie stellen stark stilisiert menschliche Figuren dar, die teilweise überproportioniert sind. Es ist sowohl eine Frau dargestellt als auch ein Mann. Der Mann trägt Waffen. Waffen haben zur damaligen Zeit eine ganz besondere Bedeutung. Sie sind ein Statussymbol. Ich beziehe mich im Besonderen auf Beil und Dolch, wie sie eben auch Ötzi, der ebenfalls in die Kupferzeit datiert, mit sich trug. Die Forscher vermuten, dass die Menhire, von der Gemeinschaft verehrte Stammesgründer, Anführer oder Ahnen, vielleicht auch Götter darstellen. Ursprünglich waren Menhire wahrscheinlich als Gruppe aufgestellt und bildeten wohl das kultische Zentrum einer Siedlungsgemeinschaft. Durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Archäologiebüro wurden diese Funde sichergestellt im Sinne, dass wirklich auch diese Funde uns vieles für unsere Zukunft sagen werden, weil effektiv kann man sagen, dass diese Steine sprechen. Menhire wurden im Etschtal mehrmals nachgewiesen, und zwar vom Finchgau bis hin zum Gardasee. Zusammen mit den zwei Neufunden aus Fezzan besteht die Gruppe der Menhire nun aus 22 Exemplaren, davon 13 aus Südtirol und 9 aus dem Trentino. Menhire stellen Menschen dar, verehrte Menschen dar, Ahnen dar. Vermutlich wurden sie sogar als Gottheiten verehrt. Ursprünglich waren sie in Gruppen aufgestellt und diese Gruppen stellten mit Sicherheit das kultische Zentrum dieser Siedlungsgemeinschaften im 3. Jahrtausend vor Christus dar. Mit der Kupferzeit bricht für die Menschheit eine neue Epoche an. Der materielle Wert des Kupfers und seine Verarbeitung führen zunehmend zu einer Differenzierung der Gesellschaftsstruktur. Produkte aus Kupfer haben symbolische Bedeutung und sind Kennzeichen für den hohen sozialen Status, für Macht und Reichtum. Unmittelbar nach der Bergung sind die Menhire restauriert und von Experten einer wissenschaftlichen Dokumentation unterzogen worden.